Guten Morgen. Ja, ich habe euch am Freitag schon gezeigt, was man mit der Stanze, mit der Bockstanze, die ich mal wieder rausgekramt habe, weil ich sie so schön finde. Und ich finde, man darf auch mal alte Sachen nochmal rauskramen und wieder aufleben lassen. Das ist ganz, ganz toll. Also ich mag das total gern. Deswegen würde ich gerne die Boxen mit euch machen. Auspacken und ausflippen finde ich einen arschgeilen Stempel. Also doll cool. Also da könnte ich mich wegschmeißen. Und vor allem, in dem Set haben wir noch so ein paar schöne Sprüche und natürlich unsere wunderschönen Blumen drin, die wir natürlich auch als Ausstandsteil haben. Habe ich euch am Freitag schon gezeigt. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los und zaubern mit diesem schönen Stempelset und dieser coolen Box eine Box. Und zwar habe ich schon mal ausgestanzt. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, Stevie, was hast du denn da unten für einen Schmarrn gemacht? Das Lustige ist, das ist ja unsere Klebelasche und ich hatte nicht mehr so viel Papier, aber ich hätte gerne die Farbe nochmal gehabt. Deswegen habe ich mir gedacht, möchte es ja überhaupt nichts aus, wenn die Klebelasche hier unten unser Kreativdepot Papierzeichen da unten dran hat, weil das sieht ja keiner. Das muss man ja gar keinem verraten. Also, pst, mir sagen nichts. Und zwar müssen wir jetzt als erstes natürlich stempeln, ne? Sonst wird es ja nichts. Das heißt, wir schnappen uns ein altes Papier, legen da unsere Stanze drauf und ich tue jetzt mal meine Deko da wegschieben, also so. Dann brauchen wir natürlich die Stempel und wichtig ist, wir müssen das danach dann erst einmal gut trocknen lassen, weil das Ferserfeinkleber braucht ein bisschen länger, bis es trocken ist. So. Das heißt, wir stempeln jetzt einmal. Erst einmal hätte ich gern die Blume hier unten im Eck. Also so. Dann nochmal ein Stück hier oben. Dann müssen wir aufpassen, wenn wir das umknicken, ist ja diese Lasche oben. Da hätte ich gern auch nochmal ein Stück von dieser Blume, das heißt, also so, dann da hätte ich gern nochmal ein bisschen Blume, weil das ist ja das, was dann hinten dran ist, also so, und das Ganze lassen wir jetzt erst einmal trocknen. So, jetzt ist natürlich alles wunderbar getrocknet. Ich habe nochmal die Blüten extra gestempelt und gleich ausgeschnitten. Und jetzt machen wir im Schnelldurchlauf mal die Box fertig. So, unser Böcksler ist fertig. Jetzt ist es noch wichtig, wir wollen unseren Spruch da noch herstempeln. Ich stempel den jetzt, obwohl ich die Blüte da so blöd drüber gestempelt habe, jetzt trotzdem da drauf. Das finde ich jetzt halt nicht so tragisch. Da habe ich vorher natürlich beim Stempeln nicht bedacht, dass ich da ja eigentlich Platz wollte. Aber auspacken und ausflippen können wir trotzdem dahin stempeln. So. Dann machen wir uns das Ganze zu und jetzt packen wir das mit einem Nylongarn wunderschön ein und kleben dann noch erhöht unsere Blumen drauf. Und das Coole dabei ist, und das ist das, was mich immer so fasziniert und was ich immer so total schön finde. Jetzt haben wir ja gar nicht so viele Handgriffe gehabt und wir haben eine wunderschöne Kleinigkeit zusammengebaut. Und das finde ich, also das ist so schön, das gefällt mir so gut und ich meine, ich bin ehrlich, wenn irgendeiner Geburtstag hat, kann es schon mal passieren, dass ich dann vergesse. Ah, shit, du wolltest ja das und das noch machen. Und das Schöne ist, man hat dann echt in seinem vielleicht Repertoire ein paar Boxen, wo man dann schnell ein bisschen was verstauen kann. So, ne? So Gutscheinle oder keine Ahnung, was Schönes zum Naschen. So, und ich habe wieder die Dinger da vergessen. Moment. So, das heißt, weil wir brauchen die Dinger da. So, das schneiden wir da mal ein bisschen ab. Ich wollte nämlich die Blüten erhöht noch mit draufkleben, weil ich finde, das ist so eine
coole Sache. So, und dann natürlich noch unsere, ich liebe die ja, Enamel Dots. Die machen das Ganze nochmal so, so, so schön. Und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachwerden. Also das Stempelset ist echt vielseitig einsetzbar, gefällt mir total gut, auch mit den ganzen Sprüchen. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns morgen. Ciao.